Das erste Gerät, an das Svetlana Boginskaja heute gleich als erste muss, ist eines ihrer stärksten. Am Balken war die 19-Jährige aus Minsk, aus der Ukraine, schon Weltmeisterin im vergangenen Jahr und zuletzt im Mai in diesem Jahr Europameisterin. Zum zweiten Mal ist sie bei Olympischen Spielen, das ist selten. Nur noch eine Kanadierin, eine Spanierin sind aus dem Mehrkampffinale von Seoul übrig. Heute Pflicht, dritte Gruppe. Und es ist gewissermaßen ein Fernduell zwischen Boginskaja und Kim Smeskal, die ihr in Indianapolis im September vergangenen Jahres eine empfindliche Niederlage im Mehrkampf beigebracht hat. Aber hier turnt eine Ästhetin. In Paris zur Weltmeisterschaft im Frühjahr, da lief es nicht so für Svetlana Boginskaja, da belegte sie nur den sechsten Platz. Heute geht es ums Mannschaftsresultat und da will sie natürlich in die Bilanz der GUS-Mannschaft einiges einbringen. GUS und Rumänien führen nach dem Nachmittag und Boginskaja fügt da sicher eine hohe Wertung mit zu. Ihre erste Übung der Balken.